Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wieder dabei ist Dominik. Hallo. So, wir sind immer noch in dieser prähistorischen Welt gefangen. Und im letzten Part wurden uns ja schon Aussichten darauf gestellt, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen nämlich die kleinen Kinder von dem großen Stegosaurier Scratty, oder wie hieß die nochmal? Weißt du es noch? Ja. Scratty, oder? Ja. Müsste sie. Der ihre Kinder müssen wir halt glücklich machen, sagen wir es mal so. Hier ist Humba Wumba. Komischerweise ist hier auch eine Momo-Platte davor. Was hat das nur zu bedeuten? Oh, Magic. It's a Magic. Wir wissen auch nicht, wo noch eine ist. Nicht wirklich. So. Hier müsste eigentlich der Ginger Globo sein. Ja, da ist er. Das hast du auch noch nicht mitgekriegt, oder? Die Globus müssen wir einsammeln, um halt Humba Wumba und Mumbo Jumbo bezahlen zu können, damit wir ihre Hilfe in Anspruch nehmen können. Also sowas wie die silbernen Köpfe, oder? Genau. Ja. Und hier ist auch was ganz Interessantes in dem Becken. Hier haben sie nämlich so ein Urzeitfischchen und Ammonitas eingebaut. Aber irgendwie sind die nicht so 3D wie der Rest in Banjo-Tooie. Das ist ein bisschen seltsam. Hier, da schwimmen sie. Okay. Wow. So, und irgendwas war hier auch noch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob Felsnussstamm, Typi oder Jinjo. Aber da drin war noch was. Sieht nach Felsnuss. Erzähl. Ja, sieht nach Felsnuss aus. Welchen Dino willst du als erstes helfen? Ja, ich denke mal dem Kleinen, weil das geht dann schneller. Den kann ich dann schneller heilen. Muss ich ja nur schnell zum Mumbo tauschen, mit Mumbo hinrennen und dann war's das eigentlich schon. Den anderen, den machen wir sozusagen zum Schluss. Ah, alles voll daneben gegangen. Aber immer noch einer von uns übrig. Ja, irgendwie haben sie da alle das gleiche gesagt, immer nur zwei runtergegangen. Wow, bleib drauf, halt dich fest. Verdammt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, ich wollte zwar jetzt da rein, weil man hat ja da so ein riesiges Loch gesehen, so höhenmäßig und so. Da wollte ich ja jetzt eigentlich hin, aber es gibt noch einen anderen Weg und den kann ich dann jetzt auch zeigen. Ja. Immer alles gut dastehen lassen, ist auch alles gut, was ich hier mache. Achso, da können wir gleich noch nebenbei hier die Turnschuhe einsetzen. Die haben endlich mal wieder einen Auftritt. Die kommen ja hier, glaube ich, im ganzen Spiel nur zweimal vor. Ich finde die super. Ja, ich eigentlich auch. Schade, dass die hier so gut wie nie vorkommen. Das war schon der ganze Auftritt. Einfach nur, um an die leere Honigwabe dran zu kommen. Dachten sich wohl die Entwickler, hey, jetzt müssen wir mal die Turnschuhe wieder reinbringen. So, und hier klettern wir wohl die längste Stange hoch, die es im ganzen Spiel gibt. Obwohl, ich glaube, eine ist länger. Und da finden wir, glaube ich, auch schon gleich die letzte leere Honigwabe. Die muss doch hier gewesen sein. Flusspassage. Wie mysteriös. Ja, genau. Da haben wir schon mal alle leeren Honigwaben aus dieser Welt. Sehr erfreulich. Oh, yes. Und hier sind nochmal die Zitterale aus Jolly Rogers Lagune. Die haben hier nochmal einen Auftritt. Und bewachen da unten natürlich ein paar Noten. Naja. Als ich selber das gespielt habe, hatte ich irgendwie nie Probleme mit diesen Zitteralen, aber als wir in Jolly Rogers Lagune waren, hat mich ja einer erwischt. Ja, musste halt passieren. Musste ja natürlich auch zeigen, was passiert, wenn man von einem erwischt wird. Ja, das ist alles. Alles geplant. Oh, yes. So, und hier ist ungefähr der am schwierigsten zu erreichende Move überhaupt. Da hatte ich lange für gebraucht, aber jetzt habe ich mittlerweile eine bessere Strategie, dass das schneller gehen sollte. Unser Problem ist nämlich, wir müssen uns hier langhangeln und da drüber, um da drüben hinzukommen. Aber uns stehen zwei Aliens im Weg. Dort, also die werden Aliens genannt, weil keiner weiß, wie die wirklich heißen. Und hier. Ich glaube, die hast du auch noch nicht gesehen, oder? Nein, habe ich noch nicht. Das ist sozusagen ihr Nest und dann kommt da so ein komischer Hirschkäfer raus sozusagen und schnappt nach einem. Okay. So, wäre ja eigentlich alles kein Problem. Doch, man sieht ja schon die Trennplatten hier. Und da kann man sich schon denken, was Sache ist. Man muss Nein. Man muss mit Banjo alleine rüber.
Du? Ach gut. Ich hab's nämlich auch mal mit Kazooie gemacht. Das ging nämlich ganz leicht. Mit Kazooie kann man hier einfach rüberspringen und ist drüben. Hab ich gedacht, ach, ist für Kazooie, probiere ich mal aus. Dann hieß es so, nö, das ist für Banjo. Oh man. So. So, das war zum Beispiel eins. Ja, die sind aber hübsch, du. Oh yes. Damit kriegen sie jedes Weibchen, wenn überhaupt davon ein Weibchen existiert. Das Äußerchen, du. Oh ja. Wie hast du beim ersten Versuch geschafft? Das hätte ich gar nicht gedacht. Skill, Junge, Skill. Ohne Kazooie ist der Rucksack geht leer. Zu wissen, wie man ihn füllt, jetzt nützlich wäre. Heb große Dinge vom Boden auf. Verstau sie hurtig und mit ihnen lauf. So. Das ist dann alles weggetreten. Das ist jetzt nämlich auch der Move, den wir brauchen, um diesen einen Dino in den Zug zu hinzubringen. Dann steht uns ja fast nichts mehr im Weg. Ja, so gut wie. Ihr sag mal, du als Banjo-Kenner, was sagst du eigentlich zu der Musik von Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie bis jetzt? Also ich finde sie ja immer gut. Die macht happy. Oh ja. Hat ja auch. Also wenn ich es immer so höre, muss ich es immer mitsummen oder so. Das kommt irgendwie automatisch. Das ist immer so. Das ist irgendwie bei jedem so. Der, immer wenn man so eine Musik hört, dann summen so meistens die Let's Player auch mit, wenn sie meinen, nichts Besseres zu sagen zu haben. Ist auch so, immer. So, ich glaube, wir haben noch gar kein Puzzleteil eingesammelt, seit wir hier sind. Das müssten wir mal ändern. Hm. Schade eigentlich. Ich wusste ein paar, die sehr schnell gingen, aber irgendwie habe ich sie mit Anfang der Aufnahme vergessen. Das ist ärgerlich. Ich würde mal sagen, wir gehen die Verwandlung an, dann zeigen wir wenigstens mal was Witziges in dem Part. Was glaubst du denn, als was wir uns verwandeln werden? Aha, vielleicht als Dino? Hm, das ist ja schon mal eine sehr vage Vermutung. Könntest du ja ein bisschen spezifischer werden? Vielleicht so ein kleiner süßer Dino mit langem Hals. Gucken wir mal. Ja, wollte ich auch mal sagen. Ich weiß es ja auch nicht mehr, wie das so ist. War hier oben was? Manchmal ist es ja so, dass hier oben dann auf einmal ein Jinjo steht. Nö, diesmal nicht. So. Du hast ein Globo, wollen wir denn das Hummer geben? Natürlich. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Oh. Zauber fertig, spring in ein Wumperbecken. So, und jetzt mach dich bereit für die gefährlichste Verwandlung seit dem Krokodil aus Banjo-Kazooie. Das stimmt doch irgendwo. Guck dir mal das gefährliche Vieh an. Aha. Wumper, das nennen Baby-T-Rex. Du betätigst 3D-Joystick, um zu bewegen dich. Guck dir das an, wie gefährlich. Irgendwie sieht er ja süß aus. Das Schlimme ist, wir wissen noch gar nicht, wie wir andere angreifen können. Das Einzige, was wir bis jetzt können, ist knuffig durch die Gegend gucken. Hallo. Umlaufen. Und springen. Wenn ich ehrlich bin, fand ich die Ameise gefährlich, hallo. Ja, oh, ja. Den kannst du auch mal synchronisieren. Wow, ein neuer Dinosaurier. Was bist du? Ein grässlicher T-Rex. So grässlich bist du gar nicht. Du weißt ja noch nicht mal, wie man richtig brüllt. Nein, ich glaube nicht. Aber es ist doch ganz einfach. Ja. Ja, bei mir hat's gedrückt. Scheiße. Danke, los brüllen wir jemanden an. Ja, wir mussten... Ey. Wie macht man diese Brüllen? Ja, da kannst du nochmal. Drücke A, um kurz zu brüllen, und halte B,
oben ein donnerndes Gebrüll ausgestoßen. Genau, uns muss nämlich noch beigebracht werden, wie man Leute attackiert. Und warum auch immer, kann man mit einem Brüller welche töten, war doch so. Ey. Oder, ach nee, gar nicht wahr. Das habe ich verwechselt, sorry. Der Brüller ist dazu gut, dass wir halt durch diese komischen Türen da hinten kommen können. Wäre man ja nie drauf gekommen, dass man da mit einem T-Rex durchkommt. So. Ja, und ich denke mal, mit dem T-Rex holen wir uns jetzt nochmal schnell ein Puzzleteil. Einfach nur mal für den Puzzleteilschnitt. Ach, und diese Cheeto-Seite, die bietet sich an. So, hier steht nämlich ein geheimer Code. Brüll, 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 brüll. Dann wird der glitzernde Gepreis dein sein. Ja. Kannst du dir denn schon denken, was das zu bedeuten hat? Ich musste nämlich gerade mit Erschrecken feststellen, was für ein Banjo-Tooie-Nerd ich bin, weil ich kannte diese Kombination noch auswendig. Ist das denn? Ja. Auch nicht schlecht. Nee, wirklich nicht schlecht. So, jetzt müssen wir erstmal finden, wo wir hier hochkommen können, weil wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Oh yes. Ja, den Typen lassen wir mal in Ruhe, der hat sowieso nur ein... Na, der macht eigentlich nichts, der steht da nur rum und verjagt uns, damit wir da nicht reingehen können. So. Türsteher halt. Oh ja, der ist wirklich ein Türsteher, du. Also. Hast du keine zwei Meinungen? Ah ne, nicht hier lang. Es gibt hier nämlich ein Puzzle, das ist eingesperrt, das müssen wir befreien. Da gibt's gleich noch einen epischen Text dazu. Nein! Zum Glück nehmen wir keinen Fallschaden, also von daher. Ich bin nur gerade irgendwie leicht überfragt, wie wir da hochkommen sollen. Ich hatte das irgendwie sehr einfach in Erinnerung, gar nicht mal so diesen komischen, schnörkeligen Weg gerade. Ja, genau. Die meisten Verwandlungen sind so schwer zu steuern. Also, eigentlich gar nicht mal schwer, aber so komisch. Genauso wie mit dem U-Boot. Da wollte man eigentlich nur so geradeaus schwimmen und dann sackt es die ganze Zeit ab. Das ist vielleicht nervig, du. Den epischen Text musst du dann vorlesen. Ja klar, es ist ja sowieso wieder Yamyas. Boah, dass er so weit springen kann. Ah, da ist er schon. Hallo. Hallo. Erst wenn das geheime Lied des Dinosauriers erklingt, wird das Puzzle dein sein. So, das geheime Lied geht nämlich... Ach so, jetzt musst du brüll. Kurz und lang brüllen, wa? Brüll. 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 Und noch zweimal lang. Ich wusste es echt noch auswendig. Sehr gut. Yay. Dudum, dudum. Und hier ist übrigens auch der letzte vom Felsnussstamm. Den wollen wir natürlich gleich nochmal als Banjo und Kazooie bekommen heißen. So, ich muss sagen, ich glaube, das war schon als Dino. Der hat hier nicht so den großen Auftritt bekommen, leider. Obwohl ich sagen muss, dass diese Verwandlung ziemlich geil ist. Da hätte man noch was draus machen können. Ja, ich hätte hier gerne jemanden aufgefressen. Ja, das ist natürlich typisch für ein Kinderspiel von Rare. Ich glaube. Ah. Siehst du schon, warum ich jetzt. Guck mal. Wäre eine schöne Abkürzung gewesen und wir mussten uns da hinten so. Ja. So ein Mist. So, und um den Part noch gut abzurunden, nur wäre es noch ein zweites Puzzleteil, in dem wir den zweiten Festungstyp wieder die Leviten lesen. Obwohl ich sagen muss, das ist ziemlich schwer, weil man hat ja eben diese kleine Jump'n'Run-Einlage gesehen, dass man da halt so hüpfen muss und so. Hat ja Jump'n'Run so an sich. Und ja, das müssen wir halt mit dem Kleinen machen. Früher dachte ich immer, das wären so Baby-Kazooies und gar nicht mal Zeitbomben. Baby-Kazooies. Ach so. So. Hier ist nämlich noch ein Felsnuss-Typi. Und man kann dem, glaube ich, ein bisschen entgegenwirken, indem man... Nein, nein, nein.
Ach, dann kann ich hier gleich noch den Jinjo holen. Bietet sich ja an. Hier ist ja wieder so ein Kazooie-Face. Das war wieder geplant. Genau, alles geplant. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine kleine Zeitbegrenzung. Wir müssen schnell den Jinjo da abholen. Ne, haben wir gar nicht. Siehst du, immer aus den Nachteilen die Vorteile ziehen. So. Nice. Würde ich sagen, machen wir jetzt, versuchen wir nochmal ganz schnell den Felsmus-Typi zu besiegen und dann ist der Part auch wieder beendet. Ja, so viel zum Thema schnell. Wo? Jetzt wollen wir schon wieder vom Pterodactylus verfolgt. Oh, nicht schön. Wurdest du schon mal vom Pterodactylus verfolgt? Oh ja, jeden Tag, du. Ja, jeden Tag. Ich glaube, du meinst den Dactylus. Wow, wow, wow. So, dann wollen wir es jetzt mal besser hinkriegen. Eigentlich ist es ja so gedacht, dass man, Moment, das so macht. Und jetzt hier mit dem Baby Kazooie hier lang hüpft. Was eigentlich gar nicht so schwer ist, aber genau in dem Moment, wo ich sage, fail ich, ist ja klar. Das muss ja so sein. Die Musik ist besonders schlimm, die summe ich immer mit. So, komm, das schaffst du noch. Da ist schon dein letzter Arsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, nicht zu glauben. Du besiegst ganz Felsnussstamm. Wir dir geben glänzenden Stein. Ja, der ist wirklich sehr glänzend. Ich würde sagen, da war wieder schon eine schöne Einstellung von Benjo. Ben war hier den Part. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.